ich habe mich heute entschieden, dass auch das, was ich in meiner Jugendzeit anhatte, mal zu demonstrieren, dass es erstens geht und zweitens auch legal ist. Weil in dem Fall gilt auch ein mitgenommener Schal oder ein Halstuch als entsprechende Bedeckungs- und Mundschutz. So sieht das Ganze dann live aus. Das sieht so ein bisschen nach G-Block aus, das weiß ich auch. Aber es ist nicht schlimm, man kann ja auch da zur Vergangenheit stehen. Ich habe den überreicht bekommen von einem Eintracht-Fan. Ich bin mit dem Fanbus mitgefahren nach Nürnberg und da gab es ein 5-1 für die Eintracht im Auswärtsspiel. Das war nicht ganz erwartet. Wir waren alle natürlich hingerissen. Da kam ein älterer Eintracht-Fan an und sagte, hier, Sie sind unser Glücksmaskottchen. Sie geben ab sofort diesen Lieblingsschal von mir nie wieder her. Aber ich schenke ihn, ich möchte ihn schenken. Ich bin so glücklich und euphorisch. Nehmen Sie mal mit. Und wenn es an der Zeit ist, dann dürfen Sie auch mal sagen, wo er herkommt. Ich sage diesem Fan einfach auch an der Stelle nochmal dankbar. Er hat viele Zwecke schon gehabt. Ich habe ein paar Spielen gehabt. Und heute in dieser Krisensituation macht es mir doppelt Spaß, einen Eintracht-Schal zu tragen. Der schützt die Menschen, die in der Bahn sind. Der schützt mich nicht. Da gibt es die medizinischen Masken, die auf jeden Fall dann die richtigen sind. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass man auch eine Haltung hat, dass man Respekt zeigt, dass man in den Läden, in den Bahnen, wo es wirklich eng beieinander ist, dann eben doch eine Möglichkeit hat, den anderen mitzuschützen.